fesselt meine Kuh ihn, guck mal, bam, bam, bam. Und der Anubis hat schon fast 50%, Alter. Und das nur eine Kampfkuh, Leute. Ja, Freunde, willkommen zu einer Runde Palwelt. Wir zocken das ja auf unserem Server, nicht wahr, nicht? Und man sieht es im Hintergrund, die Leute sind alle ein bisschen zerfetzt hier Bauchweh und so weiter. Ne? Man muss sich ein bisschen um seine Pals kümmern halt, ne? Über mir das Fenster, das ist alles depressiv hier. Das liegt daran, weil ich nicht lange online war. Also ich war lange nicht online, so rum. Und dann werden die halt depressiv. Man muss die halt immer knuddeln und sowas, ne? Und knuffeln und so weiter und so fort. Und ich habe hier meine Zuchtzone und gleichzeitig aber auch die Verarbeitung der Lebensmittel quasi, ne? Habe ich hier so aufgebaut. Ich habe ja mittlerweile 3 Basen. Das hier ist die erste. Es geht immer bis zu dieser blauen Linie hier. Man kann es leider nicht kombinieren zusammen, ne? Und hier fängt dann die zweite an. Also ich kann es nicht zusammenstülpen oder sowas. Weil die Pals, die richten sich immer nach dem Computer, ne? Und das ist dann die Reichweite, wie weit die halt funktionieren, die Viecher, ne? Und hier habe ich meine Hühnerfabrik aufgebaut, wer das noch nicht kennt. Na, hier habe ich so mehrere Zäune gemacht und so. Die Hühner sind auch depressiv, ich weiß, ich war lange nicht da. Auch das ist immer so niedlich, ne? Also so traurig gleichzeitig. Man will die alle knuffeln und sowas. Und dabei sind es nur digitale Pixel. Aber ich bin halt ein emotionaler, empathischer Mensch, ne? Guck mal, er drückt gerade ab hier. hau, ruck, bam. Jo, das war aber ein Klotz, wa? Das ist eine harte Wurst gewesen. Hier mache ich also meine Eierfabrik, ne? Und das ist auch wichtig für die Sachen, die ich immer mache. Weil wenn man sich für dieses Kochsystem interessiert, für Essen und so weiter, dann sieht man, dass es auch epische Nahrung gibt und so. Was ist hier los? Ach, der Geier, der pennt gerade. Oh ja, gut, guck mal hier. Also das Futternäpfchen ist total leer. 300 Eier habe ich jetzt mal hier so abgepflückt. Die nehme ich darüber ins Produktionslager quasi. Und da mache ich dann immer leckere Gerichte draus, ne? Also wir haben ja alles sämtliche Sachen angebaut und so. Ja gut, ich muss jetzt meine Leute noch ein bisschen betüdeln, theoretisch, damit die wieder alle vernünftig arbeiten. Es ist ja so, wenn du ausloggst oder so, ne? Oder halt eine Zeit lang nicht in der Base bist, sondern irgendwo anders auf der Karte, dann, ja, weiß ich, dann arbeiten die irgendwie nicht richtig so weiter. Die bleiben alle auf einem Fleck und so, dann wird denen halt schlecht, ja, ne? Also die essen dann nicht und so. Die hören einfach irgendwie auf. Das ist wohl noch ein Bug oder irgendwie was. Oder noch nicht richtig fertig programmiert, keine Ahnung. Jedenfalls ist es tatsächlich so, dass, ja, habt ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt, wenn ihr das spielt, dass das denn irgendwie nicht normal weiterläuft. Normalerweise müssten die ja die ganze Zeit weiterarbeiten, sage ich mal, ne? Und essen tun sie ja automatisch und das wird dann irgendwie unterbrochen, wenn man selber nicht mehr spielt als Spieler. Weil Futter haben sie genug, ne? Und wenn du denn einloggst, dann ist da auf einmal halt die Message, dass sie alle am Verhungern sind und sowas, ne? Was ja ein bisschen ungewöhnlich ist, weil du weißt ja ganz genau, du hast ja doch genug Futter da reingelegt, ne? Ja, das ist halt noch das Problem. So. Und dann gibt es hier so schöne Gerichte, deswegen habe ich hier 2 Härtchen aufgebaut, ne? Oben die leichteren, also die Standard-Dings hier, das hier brauchen wir ja für die Zucht. Und je weiter man nach unten kommt, desto bessere Items kommen. Das sieht man an der Schrift, das ist ja alles gewöhnlich hier, ne? Gewöhnlich, Verbrauchsgegenstand. Ab hier ungewöhnlich, das ist die grüne Mahlzeit. Ab hier fängt Level grün an. Das kennen wir aus dem RPG-Bereich, diese Farben, ne? Selten ist blau. Und das ist im Moment mein Limit hier, selten. Ganz unten, das sind diese Premium-Dinger, ne? Und dafür brauchst du schon Tomatensalat und das ist jetzt Fisch, dieser Dumut. Aber ich mach, also so als Tipp, für mich selber mache ich diese Omelette-Dinger hier. Warum? Da steht's ja schon. Angriff plus 10%, Leute. Müsst ihr euch mal auf die Zunge zergehen lassen. Und das ist ein Standardmenü. Du brauchst nur Tomate und Ei dafür. Und für meine Viecher mache ich hier ganz gerne mal die Pizza zum Beispiel. Die ist ja ein bisschen teurer, aber das ist egal. Ich habe ja extra deswegen eine Zuchtfarm aufgebaut, ne? Jetzt guckt mal hin, da. Steigert vorübergehend das Arbeitstempo leicht und hält vorübergehend etwas länger satt. Also optimal eigentlich für so ein Arbeitslager. Ne? Und gleichzeitig mache ich dann auch gerne mal diesen Salat. Guck mal, der ist noch ein bisschen billiger. Salat und Tomate zusammen. Steigert das Arbeitstempo. Ne? Also das will ich ja in mein Arbeitslager. Also da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr effektiv wirken wollt hier bei dem Spiel. Das sind Hammer-Buffs. Und das sind nur 10% und das ist am Anfang. Hier unten kommen die fetten Menüs hier, da siehst du ja schon. Mit 20% mehr Angriff und so weiter und so fort. Also das kann man dann auch machen, aber 10% so mal eben locker aus Hüfte, das ist auf jeden Fall machbar. Und für jeden Kampf hier, ne, ist das schon geil, denn wenn man sich so die ganze Zeit bufft. Weil die fressen es ja automatisch. Ich habe es da unten reingelegt, seht ihr? Hier unter Nahrung. Da sind meine Omelettes, 750 Stück, ich brauche mich gar nicht mehr kümmern. Mein Typi frisst ja automatisch und die Viecher dann auch. Die sind alle gebufft auf Kampf, ne, meine Kampftruppe. Hier sehen wir es nochmal, das ist mein aktuelles Team.
Der Jet Dragon Level 50. Eine Mozzarella Kuh Level 50. Frostilia. Wie heißt die? Violette oder so. Und Blasgut, ne? Der ist auch dabei in meinem aktuellen Team. Und im heutigen Video wollte ich eigentlich euch mal meine Kampfkuh zeigen, liebe Freunde. Da ist sie schon. Sieht sie nicht niedlich aus? Ja, unterschätzt es nicht. Denn wenn wir hier auf die Karte gucken, dann seht ihr, dass ich mit meinem Level 50 Bereich und wir sind jetzt im dritten Monat von Palworld. Das heißt, die Leute, die bei mir spielen und ich selber auch, wir haben schon, ja, wir sind schon am Limit, sag ich mal. Es gibt natürlich Sachen, die du machen kannst. Aber vom Grundspiel her haben wir eigentlich alles durchgebreddert. Ne? Wir haben tatsächlich jeden Boss hier geknallt und jeden Weltboss haben wir auch zerfetzt. So, dass wir die Herrscher der Welt quasi sind. Wir haben alles entdeckt, soweit, so grob, ne? Mehrere Lager aufgebaut. Wir haben die besten Waffen, die es gibt und so weiter. Zum jetzigen Zeitpunkt. Wie gesagt, ist Early Access. Und was ich jetzt noch mache, wenn du fertig bist quasi, ist, du kannst dir in die Zucht, dich auf die Zucht konzentrieren, ne? Hier, die droppen da Eier. Ihr seht es daran, ich züchte gerade die Frostilia. Und da will ich noch mal ein bisschen entsaften. Und hier geht man dann ran an eine Brutstätte, gefrorenes Ei. Dauert ein bisschen. So, und das Ding ist fertig. Dann hole ich mir immer hier aus der Kiste neues Ei. Babs. Geh zu meinem Brutautomat. Reinmachen. Und dann gedrückt halten. Bei uns ist auf dem Server das gedrückt halten zwar dieses Brutdings. Ne? Also wenn du auf Standard spielst, dann dauert das teilweise hier 2 Wochen oder einen Monat oder sowas, bis das Ei fertig gebrütet ist. Ne? Wir haben das Ganze beschleunigt. Das Ding ist im Grunde genommen sofort fertig. Und so kann man dann vernünftig züchten halt. Ne? Das Warten da ist dieser Prozess hier, wenn die das Eier, die Eier machen, das dauert halt immer ein bisschen, ne? Aber hier so das Ausbrüten, ne, das haben wir beschleunigt bei uns. Das geht dann teilweise halt, wie gesagt, sofort und so kann man dann, ja, seine Viecher schneller aufleveln. Aber selbst das dauert schon lange, ne? Also man hat hier viel zu tun quasi oder man könnte viel tun, wenn man da Bock zu hat, ne? Und wie gesagt, guck mal, mein Lager hier, das ist alles voller Frostilians. Und da kommt ja noch mehr zu. Denn ich brauche ja, wenn ich hier das Vieh entsaften will, für die letzte Stufe, die es hier im Spiel derzeit gibt. Das wäre dann im Grunde genommen Frostilia. Die müssen wir dann anklicken. Das ist ja mein Kampfvieh. Ne? Da unten sehen wir die gelben, genau hinter meinem Kopf, diese gelben Werte da. Das ist ja legendär und Imperator des Eises. Also das sind schon geile, richtig geile Effekte. Muskeln als Verstand. Jetzt fehlt noch Wild. Anstatt Neutralisator da, ne? Hinten irgendwo Neutralisator. Das müsste weg und dann müsste in gelb Wild da stehen. Das wäre optimal. Ja, aber das muss man sich irgendwie zurechtjagen. Weil das ist ein Boss hier. Ne? Er hat 16.000 oder 15.000 Energie, wie wir da oben sehen. Das sind die Bosse halt. Wenn ich die ein normales Zuchtvieh nehme. Also die Dinger müssen wir hier entsaften. Dann sieht man schon, die haben 500, also 600 HP. Level 1. Also die haben total wenig. Ja, das heißt, du musst Bosse farmen. Du musst Bosse farmen, bis du das richtige Vieh zusammen hast mit den richtigen Werten. Und das dauert schon ewig halt, ne? Ich habe jetzt, habe ich einigermaßen Glück gehabt. Der erste Frostilia war total Schrott bei mir. Und der zweite hatte ich dann diesen hier bekommen, der ist ein bisschen besser halt, ne? Aber es geht noch mehr. Da kannst du noch viel mehr rausholen. Aber das ist halt Zufall. Und genauso mit diesem System hier ist es auch teilweise Zufall, was du denn für Werte rauskriegst. Ne? Man kann die halt, ja, 2 gute Werte gibst du rein und dann kommt das Ei mit einen von diesen guten Werten raus. Ein bisschen kann man steuern, aber gehört trotzdem auch viel Glück dazu. Wenn ich jetzt hier entsaften will, dann muss ich hier, ihr seht es da unten, 3, 4 habe ich ausgewählt, 64. Ich muss 64 Viecher züchten und dann entsaften, damit ich auf den letzten Level komme, auf Level 4 von meiner Frostilia. Und dann seht ihr schon, dann haben wir einen Angriffswert von 1000, etwas über 1000, Verteidigung 730 und 16.000. HP, ne? Und allein das ist schon geil, so viel HP zu haben halt, ne? Aber wie gesagt, da gibt es noch viel mehr. Da kann man noch viel rausmachen. Deswegen habe ich so viele Frostilias hier, ne? Weil ich muss 64 eben zusammen brüten hier und dann mache ich hier das Maximum daraus, ne? Ja, wenn euch langweilig ist, dann könnt ihr halt so eine Kampfkuh machen oder sowas. Ich habe hier so eine Kampfkuh und die muss man auch nicht unterschätzen. Also da kannst du richtig geile Viecher rausmachen, ob das ein Kampf Huhn ist oder eine Kampfkuh oder was weiß ich was, was ihr da euch für ein Tier aussucht. Ne? Also eins von diesen Standarddingern. Ein Kampfschaf, eine Kampfkatze. Das sind diese Anfangsdinger hier, ne? Und ich habe mich für eine Kuh entschieden. Ich denke, ja, das ist mal was Lustiges. Probier's mal ein bisschen aus, ne? Und, ja, wollen wir mal gucken. Da ist Anubis.
Mal hin teleportieren. Jetzt wird es natürlich wieder dunkel, wie es halt so ist auf dem Server, ne? Mein Drache im Übrigen. Den habe ich auf Speed gemacht. Der ist auf Speed, der Drache. Der ist so mega schnell. Das ist geil, wo muss ich jetzt hin? Norden oder was? Also den habe ich tatsächlich auf Speed gelevelt. Muss mir kurz auf die Karte gucken. Links weiter rüber. Wo bin ich denn hier? Falsch abgebogen oder noch weiter links? Da unten ist es doch schon. Treibstoff alle. Ach du, wir landen genau bei Anubis. Oh, er nur wieder hier, die Olle. Der Loveboy, Leute. Hopp, du. Aua. Stör mich nicht direkt, Loveboy. Keine Zeit für solche Lachsen. 7000 Schaden, Alter. Das ist so geil. Du kannst auch Holz mithacken mit dem Ding hier, ne? Wir müssen da nur bis irgendwo rumlaufen. So, wir holen mal eine Kampfkuh. Denn wir wollen mal kurz gucken. Kampfkuh gegen Anubis. Wo ist er denn? Es dauert ein bisschen, bis die Bosse manchmal geladen werden, ne? Meistens sind die aber... Guck mal, da, der ist hier am Pen. So, ich schieße ihn jetzt mal an, den Rest macht die Kuh. Sonst wird er nicht wach, wisst ihr? Deswegen muss ich jetzt gegenschießen. So, jetzt gucken wir mal, wie sich meine Kuh macht. Vorsicht, Kampfkuh! Mach ihn platt. Du bist Level 47 tatsächlich. Ey, nicht gegen mich. Hopp. Aber. Boah, direkt fast mein Schild gecrasht, Alter. Angriff von der Kuh. Leicht daneben. Oh, der hat aber gut Wirkung, das Teil. Guck mal. Eingefroren. Die Kuh hat ihn eingefroren. Wieder eine Bombe hier. Bam. Das sind diese komischen Tellerminen, ne? Jetzt fesselt meine Kuh ihn. Guck mal. Bam, bam, bam. Und der Anubis hat schon fast 50%, Alter. Und das nur eine Kampfkuh, Leute. Jetzt der Hardcore-Laser wieder. Der hat nicht so viel Schaden, ne? Ist aber ein geiles Zauber. Also der Anubis ist gegen diesen Hauptlaser ein bisschen immun. Aber gegen dieses andere Zeug anscheinend nicht. Ihr habt es gesehen, wie viel Damage das Ding macht, ne? So, bam. Meteor auf die Kuh. 580 Schaden. Und da wieder dieses Ding hier. Das mag er nicht so gerne. Gehst du wo weg? Du sollst mit der Kuh kämpfen. Ich will mich da nicht einmischen. Ich will euch doch meine Kampfkuh zeigen. Aber das ist immer dieser Nebeneffekt, ne? Die Viecher, die Bosse gehen manchmal immer auf den Trainer. Bam, jetzt hast du einen gekriegt von der Kuh. Selber schuld, Alter. Oh, Junge, der kriegt aber... Das sieht so geil aus. Ist wieder gefesselt. Und wir wissen, wer Anubis kennt, er teleportiert sich so hin und her, ne? Das ist ein Karate-Typ quasi. Ist so schnell... Er ist gleich down. Ist gleich down, Leute. Ohne, dass ich jetzt da mitschieße oder sowas. Ich brauche gar nichts machen. Ich gehe immer nur weg. Und ich lasse meine Kuh kämpfen. Ihr seht, vom Damage her, ja, 3/4 down. 3/4 Energie hat sie noch. Die Kuh lacht Anubis aus. Ja, mal ehrlich, hättet ihr das gedacht? Das ist doch eine geile Kampfkuh, oder? Das ist doch eine geile Kampfkuh, sei mal ehrlich. Oh, ist sie nicht süß? Und ich meine, für den einen oder anderen, den langweilig ist, ne, der muss ja nicht das Beste... Vieh machen, ne? Also, dass die besten Viecher sind ja schon Frostilia und ja, das sind ja, also die Hardcore-Dinger vom Grundspiel her, das sind ja wirklich hier diese hier oben, wo sind sie? Die Dinger hier, ne? Palladius, diese Pferde, die sind ja Maximum. Dann hast du noch die Frostilien, die ist hier, die da. Das ist der Hammer. Das sind die drei Bosse quasi, die der, und der Jet Dragon, das sind die bei ja, Endgame-Bosse quasi von dem Spiel sozusagen und man muss sich ja nicht nur auf die konzentrieren. Ich will damit sagen, dass auch so eine geile Kuh, dass du die fertig machen kannst. Ja, und dann, da wird es ja PvP-Arena geben. Ich kann ja auch umschalten auf PvP, wenn ich das mache, aber wir haben auf dem Server PvE. Und ja, stellt euch mal vor, ich trete jetzt gegen anderen Spieler an, ne? Und ich hole dir meine Kuh da raus. Na? Und der lacht mich ja dann ja aus, ne? Aber wenn die Kuh einmal das Bein hebt und dann wird die Kuh den Gegner das Gesicht auf einmal zwischen die Ohren wegziehen, so wie ich das jetzt gerade demonstriert habe mit den Anubis, da liegt er platt wie eine Flunder, siehst du? Die Kuh macht nochmal einen Haufen drauf.
Ja, das ist schon lustig, oder? Also du kannst auch aus den einfachen 0815-Viechern ein richtig geiles Vieh zusammentrümmern. Das ist möglich bei Palworld und das wollte ich euch eigentlich so zeigen. Das war jetzt ja nur Anubis. Ich kann ja noch viel mehr, noch andere Gegner mit dem Ding hier probieren, ne? Und liebe Leute, wenn wir mal ehrlich sind, du kannst ja hier auf dein Team gucken und dann siehst du, dass hier noch eine Menge machbar ist. Die ist ja noch lange nicht High-End. Die ist ja noch lange nicht fertig. Die hat erst 50%. Guck mal da oben links, über Level 50, ne? Da sind erst 2 Sterne weiß. Und ich kann die anderen 2 Sterne auch noch weiß machen. Durch dieses Entsaften halt, ne? Jetzt stellt euch mal die Kuh hier vor auf Level 4, also 4 Sterne voll Maximum. Dann noch dieses andere Zeug darauf babbeln, dass daneben dieses, diese Steigerung an sich, da wisst ihr, ne, was ich meine, ich weiß, komme jetzt nicht auf den Namen. Aber dass das eine Stufe höher geht hier, ne, mit diesen Passivfertigkeiten und so weiter und so fort. Dann kannst du hier, wenn du hier rauf gehst, Palstrahl, das ist das Ding, wo ich eben drauf war, du kannst einstellen, womit die Kuh schießen soll. Das sind Standarddinger hier, ihr seht das selber. 30, 70 ist schon gut. Ich habe da aber einen 150er drauf, Alter. Ja gut, das ist jetzt ein Erdestrahl. Anubis ist ja aus Erde, ne? Der ist der Boss der Erde quasi, deswegen lacht er da drüber. Aber die anderen Viecher, Leute, die werden geschmort, die werden weggebreddert, ich sag's euch. Anubis ist anfällig anscheinend gegen diese Samenmine, so heißt das Ding. Ist nur 65, aber unheimlich viel Schaden bei dem gemacht, ne? Und da kannst du auch aussuchen, ne? Was du da haben willst. Also die Grundbasis meiner Kuh ist Erde, man sieht es schon an den ganzen Effekten hier. Ich habe die aber ein bisschen umgestaltet, ne? Ihr seht selber, ich habe einmal Erde, den Powerstrahl, da habe ich dieses grüne Zeug, Gras. Und einmal kann sie Eis, die Viecher einfrieren. Ja, die beiden Dinger können die Gegner verlangsamen. Und einfrieren und sowas. Deswegen ist das nicht schlecht. Also daran kannst du dein Vieh nochmal hochbäppeln, ne? An diesen Zaubersprüchen. Vergesst die nicht, ne? Nicht nur das Entsaften da oben, diese 4 Sterne sind wichtig oder so. Sondern auch, wie du das hier einstellst, ne? Da müsst ihr auch drauf achten, euer Vieh zu machen und dann noch hier unten. Mehr Muskeln als Verstand. 30% mehr Damage. Arbeitstempo ist egal. Die ist zum Kämpfen da, die Kuh. Die soll keine Milch machen, die soll kämpfen. Ja, fast ein Profi, dann frisst sie nicht so viel. Kann man machen, brauche ich aber nicht. Und ihr seht selber, Großkotz, 10% Damage. Wenn ich jetzt Wild hätte und dann vielleicht noch den Legendär. Ja, also wenn das Ding Legendär wäre oder ein Shiny oder, also Shiny oder Legendär, das wäre so geil. Also das ist eine Ultra-Kuh, die ich hier noch zusammenbauen kann. Versteht ihr? Und selbst in diesem schwachen Zustand, quasi, haut die mal eben den Anubis so weg, ne? Wo jeder denken würde, hä, wie geht das denn jetzt, ne? Aber es ist möglich. Durch die Einstellung halt. Angriff 700, das ist ja schon fast, kommt langsam an der 1000 ran. Und das glaubst du eben nicht, wenn du es nicht selber sehen würdest. Also ich wollte euch mit diesem Video einfach nur mal ein bisschen inspirieren, was ihr bei Palworld machen könnt. Wenn ihr schon alles durch habt, ihr seid Level 50, ihr habt wie ich alle Bosse und sowas platt gemacht. Ja, was machen wir jetzt? Dann sucht euch ein geiles Vieh aus. Der Gegner von euch, der wird euch dann wirklich, also, er unterschätzt euch dann, ne? Der lacht euch ja aus, wenn ich, ja, wie gesagt, so eine Kuh auspack und spätestens dann, wenn sie einmal ihr Bein hebt oder sowas, ne? Dann fliegen die rückwärts weg und dann werden die blass im Gesicht, ne? Wie stark doch so eine olle Kuh sein kann oder ein Kampfhuhn und da hast du nicht gesehen, ne? Nur ihr müsst halt auf die Eigenschaften, auf die Grundeigenschaften achten. Ist das Tier ein Boss? Ist das Tier ein Shiny? Oder halt, ja, gut, eine gute Zucht halt quasi, ne? Da müssen wir das entsaften. Wir müssen 1000 Kühe machen, also ist ja wirklich richtig viele Kühe machen. Wie ich das gerade mit Frostilia mache, dann machen wir die 4 Sterne hoch. Dann babbeln wir mit diesen komischen Seelen, heißt das glaube ich hier, ne? Diese komischen Palseelen babbeln wir die noch höher, Maximum. Kannst ja Angriff und sowas auf Maximum machen, das habe ich bei der Kuh ja schon. Also total geil. Also ich bin total geflasht hier von der Kuh, Leute, ohne Scheiß. Und ist mal was anderes als nur hier, als nur, ja, diese fetten Viecher nehmen, hier Drache und sowas. Langweilig. Hat doch jeder. So ein Drache Level 50 und so hat doch mittlerweile jeder, oder? Also eine Kampfkuh, Leute. Die Kampfkuh zerfetzt hier jeden, ey. Wenn ich den vernünftig mache, ich denke mal, müsste man ausprobieren. Aber ist ja noch lange nicht fertig. Aber das ist ja jetzt schon der Beweis, wie stark diese Kampfkühe sein können, diese Standardviecher. Das ist noch nicht mal ein besonderes Vieh, Leute. Was meint ihr, was ihr dafür rausholen könnt für Power aus so einem Standardding, ne? Also der Profi-Trainer,
Der achtet, der macht, der züchtet sich dann Monster zusammen, Leute, das glaubt ihr nicht. Ja. Dieses Ding meine ich hier, das heißt, glaube ich, entsaften. Das ist die Fangqualität, die habe ich schon. Und wenn ich jetzt mal auf die Kuh raufgehe, guck mal, meine Kuh ist schon soweit auf Maximum. AP, Maximum Angriff, Maximum Verteidigung, Arbeit brauchen wir nicht. Die soll nicht arbeiten, die soll nur kämpfen. Das sind die Sachen, die du halt auf Maximum machen musst dann, ne? Zwei Sterne noch, aber ich würde mir dann, also das war schon eine der besten Kühe, die ich da rausgezüchtet habe, ne? Das muss ja, wie gesagt, ist ja Glückssache teilweise, ne? Aber am liebsten würde ich sonst eine Shiny-Kuh irgendwie nehmen, die haben halt höhere Standardwerte und sowas, ne? Die haben ja, die Grundbasis ist halt viel besser, ne? Ein Boss gibt's, glaube ich, ja nicht von der Mozzarella-Kuh, sonst hätte ich einen Boss genommen. Ja, und dann musst du halt entsaften und züchten, dass die Werte da unten stimmen, die gelben, dass alles gelb ist. Jeder Eintrag muss gelb sein und dann halt auf Angriff halt, ne? Das sind die wichtigen Dinger, die man zusammenzüchten sollte und muss halt, ne? Ist schon geil. Ja. Also da kann man eine Menge rausholen. Gut. Das wollte ich auch mal gezeigt haben, hier so eine geile Kampfkuh, Leute. Ich bin, wie gesagt, begeistert mit dem Vieh. Das ist echt lustig, dass dieses Tier, damit die Kampfkuh durch die Welt zu wandern und einfach nur die Kuh rausholen und dann zerfährst du da die fetten Gegner, ne? Macht Spaß. Ich würde sagen, wir sehen uns in eines meiner anderen Videos wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann... Wie stand?